So, ansatzlos weiter. Sie haben eine Waffe ausgerüstet, an der Sie nicht ausgebildet wurden. Was? Wieso? Ich habe doch Scharfschützengewehr ausgewählt, aber okay. Ich habe wieder die Pistole, wenn du das willst. Was ist das denn? Sprengladung entschärfen. Ja, kriegen wir hin. Sprengladung. Die geht müssen Sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Okay, da bin ich mal echt gespannt, ob ich das schaffe. Alles wird so richtig spannend hier in dem Spiel und mittlerweile komme ich sogar halbwegs mit der Steuerung klar, glaube ich. Natürlich eben ein anderes Spiel gespielt habe. Das eine völlig andere Steuerung hatte leider. Letztendlich, ich bin noch an der verdammten Scharfschützengewehr ausgebildet. Du kannst mich jetzt wissen, gar nicht ausgebildet wurde. Ich habe extra einen Punkt drauf gesetzt. Nehmen wir die Schüsse hin, da hinten. Geh weg. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schild. Ah, der deaktiviert werden kann. Kane ist tot. Das ist nicht so schön. Müsste ich gleich nochmal laden, glaube ich. Ich bin überhitzt. Kann man Kane nochmal wiederbeleben? F. Lass mal den Kampf überleben, dann geht es vielleicht. Erstmal du weg. Du weg. Du willst uns mir gerade ziemlich egal. Und los. Ah. Und dann müssen wir sozusagen unter Dauerbeschuss versuchen, die Ladung irgendwie zu wieder hinzukriegen. Ich glaube nämlich schon fast. Aber ich würde ganz gerne vorher nochmal Caden ganz gerne wieder dabei haben. Erstmal wieder laden. Hier wurde gerade schnell gespeichert bei ihm Prime Oberfläche. Ich nehme an, das ist gerade Autospeicher in ihm vor einem Raumhafen. Das ist wahrscheinlich dasselbe in grün. 104, 109. Hä? Dann würde ich doch lieber 109 nehmen. Ja. Sprengladung. Die geht müssen Sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Das kriegen wir schon hin. So, erstmal. Achso, hier kann man ihn sehen. Sehr schade. Ich habe eine Waffe ausgerüstet, die ausgebildet wurde. Lass mich du. Ach, in 4,5 Minuten ist alles vorbei. Das ist natürlich schlecht. Dann lass uns gleich mal rumsprinten. Ohne die kleinen Schießer da oben zu beachten. So, wo haben wir die nächsten Waffen? Die nächsten Bomben. Ist nix. Da drüben ist einer, ja. Ich sehe, weil ich die verdammte Pistole ausgewählt. Das ist nicht so schön. Ich hätte gerne das Scharfschützengewehr. Da hätte ich ganz gern übrigens auch die 1 ausgerüstet. Die 1. Und los. Ach, klappt nicht. Wunderbar. Erstmal. Autsch, 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 autsch. Der Herr Shepard, also ich, lebt fast nicht mehr. Aber wir können sie eigentlich die ganze Zeit hier in Deckung bewegen. Das ist vielleicht mal schlecht. Warte mal, da unten war doch irgendwas. Da war doch was. Blockiert? Was blockiert? Ach, das Ding ist blockiert. Okay. Ich kann hier kein Zielfernrohr anwenden, das ist ja gemein. Weg damit. Ich will nicht blockiert sein. Dann nehmen wir eben das. Ich hau den Herrn da hinten mal richtig schön kaputt. Geht das? Ich hab meine Kraft nicht. Vielleicht eine Granate. Granate funktioniert. Hallo? Ich will nicht blockiert sein. Na gut, rennen wir erstmal darüber. Sprinten kannst du immer noch, das ist schon mal ganz gut. Naja, auf mich zu beschießen. Ich erschaff's lang die Bombe. Ich bin ermüdet auch noch. Ja, wie schön. So, Ladung ist entschärft. Okay, schön decken bleiben. Geht Schütze, lebt fast nicht mehr, sehr schön. Oh, 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 oh. Ein Geht-Frontkämpfer. Ich fühle mich unwohl. Und er ist kaputt. Dann ist die verdammte Blockade nicht mal gelöst. Lass mal kurz F drücken, bevor hier keiner mehr lebt. Und die nächste Ladung ist schlapp. Ich hoffe, es sind wirklich nur 3 Ladungen. Das wäre ganz gut. Weil wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Das ist ganz schön schlecht. Verbliebene Ladungen.
Eine vielleicht? Was ist das? Weisen Sie es Squad an Deck mitzugehen. Halten Sie letztes das gedrückt, um zu beginnen. Ja, geht doch einfach in Deckung. War das nicht so? Oder so? Ja. Und hier ist da noch irgendwer. Du! Oh mein Gott, ein Gate-Scharfschütze, der mich fast umbringt. Und da hinten ist noch einer. Sie haben noch wenig Gesundheitspunkte. Ja, ich weiß nicht nur, wie ich Gesundheitspunkte habe. Ach, jetzt kann ich endlich wieder zielen, richtig, oder was? Nee, kann ich nicht. Ja, wie war ich da blockiert? Und diesen Gate-Schütze treffe ich leider auch nicht. Das ist verdammt schlecht. Und ich habe kein Medigel mehr. Und wo ist eigentlich letzte Ladung? Ich sehe sie nicht, aber ich nehme an, sie ist irgendwo in der Nähe dieses Gate-Schützens. Könnten meine Leute vielleicht mal herkommen? Mal sterben. Dankeschön. So, und jetzt, wo ist die letzte Ladung? Das ist die letzte Ladung. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm, 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 komm. Hm. 27 Sekunden, alles wunderbar. Ich würde sehr gerne ein Medipack nehmen oder sowas. Klicken Sie auf die Filterreiter, bla 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 bla. Das ist alles ganz wunderbar. Das ist meine Ausrüstung. Ich will meinen Helm durchaus aufbehalten, aber haben wir sowas wie ein Medipack? Universalgel haben wir. Wir haben... Nee, ich will erstmal nichts in mein Universal geht umwandeln, aber ich hab leider nicht mehr so viel Leben, das ist gar nicht mal so gut. Wie geht's dir eigentlich so? Mir geht's auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Das ist ein bisschen schlecht. Ich würde ganz kurz mal F6 drücken für schnell speichern, weil ich lebe eh nicht mehr so lange. Und da ich wahrscheinlich gleich mal neu laden muss, ist ein Sicherheitsspiel-Speicherstand gar nicht mal schlecht. Was ist das denn hier? Eine Kiste. Eine Pistole, Edge 1, ein Sturmgewehr Banshee 1 und ein Sturmgewehr Avenger 2. Ich würde gerne alles mitnehmen. Und ich wette, gleich gibt mir wieder ein weiterer, total lustiger Kampf. Und ich kann nicht mehr suchen. Was ist denn nur los? Warte mal, das ist einfach die falsche Waffe, oder? Es war die falsche Waffe, es war all die Zeit die falsche Waffe. Ich kann trotzdem nicht zoomen mit der rechten Maustaste. Kann man nur zoomen, wenn man, ein angemessenes Maß an Leben hat, oder was? Das ist ja krass. Da sind zwei Leute da gleich. Warte mal, ich drück mal kurz die 1. Die 1. Was ist los? Da soll irgendwas passiert sein. Ach, ich muss den Typen auch noch in meinem Zielkreuz haben, um die Fähigkeit richtig einzuwenden. Das ist ja auch krass. Nein, lass mich tun! Lass mich tun! Verdammter Zombie! Da kommt schon der nächste hochgerannt. Lebt der noch? Der lebt noch. Der lebt natürlich noch. So viel Spaß muss sein. Und so tot bin ich auch schon. Gut, dass ich F6 gedrückt habe. Und ich würde direkt mal F9 drücken. Geht das? Hallo? Letzten Spielstand weiterspielen. Ja, war schön. So viel zum Thema. Ich komme also mit der Steuerung klar. Von wegen. So. Da hätte ich jetzt erstmal die richtige Waffe, bitte. Ich hätte gerne diese. Ja. Okay. Und gehe jetzt... Wo gehe ich jetzt hin? Ach, dahin zurück, genau. Ja, ja, ja. Na, komm schon. Da unten geht es los. So, wie war das? 1. Gut, dass wir es hier echt getroffen haben. Er hat es ja auch. Wunderbar. Ist das eine Kiste? Eine Kiste zu der ist nicht ganz so wichtig. Zombie! Oh. Komm mal. Der hat noch einer an. Du hast mich eben schon getötet. Hau bloß ab, ey. Eine blöden blauen Explosion kannst du dir schenken. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Ein Gate-Schütze. Ich will eigentlich nicht rausgehen, ehrlich gesagt. Aber es muss wohl sein. Ich sprinte wenigstens. Ein bisschen mehr Überlebenschancen. Ah, nee, da gehe ich nicht raus. Ich bin euch bescheuert. Wo ist denn auch mal in Deckung? Und? Bist schon kaputt? Du bist schon kaputt. Wie schön. Keine Kampfmusik mehr.
Kann man irgendwas mitnehmen? Vielleicht kriegen wir ein bisschen Medigear, das wäre super geil. Ein Sturmgewehr ist auch okay. Das reduziere ich mal auf Universalgewehr. Wir haben eben schon ein Sturmgewehr Banshee 1 bekommen. Ich glaube, das ist total dumm wahrscheinlich, aber ich nehme es trotzdem mal. Dankeschön. Kann ich jetzt F drücken? Ja, ich kann jetzt F drücken und ich bin etwas besser wieder zu Gesundheit. Wunderbar. F6. Okay, und jetzt kann ich eigentlich mal kurz mir die Zeit nehmen, um diesen Dialog wegzuklicken und mal kurz die Waffen anzugucken. Ich selber bräuchte eine gute Pistole und auch ein gutes Scharfschützengewehr. Ich habe allerdings nur zwei Sturmgewehre im Angebot. Ah ne, Pistole habe ich noch. Momentan habe ich die Edge 2. Die Edge 2 hat Schaden 90, 14,4 Schüsse pro bis Hitzelimit und 52 als Präzisionseinstufung, was wahrscheinlich mittleres Kaliber ist. Das ist das gleiche in grün. Stinger 2. Ach ne, aktives Impact ist die Kessler 1. Ah, okay. Die hat 120 Schaden. Das ist eigentlich geiler. Würde ich gleich mal ausrüsten. Ich möchte keine... Ach nee, warte mal, doch. Nochmal das Ganze. Egal. Ich habe die 120 Schaden hier gerade, 132 Schaden, 17 Schüsse, 65. Die Stinger 2 ist ja wohl wesentlich besser als die Edge 2. Das heißt, die bekommt das gleich rüber. Stinger 2 habe ich. Und die Striker, habe ich nicht irgendein Upgrade verpasst oder so? Habe ich nicht irgendeiner meiner Waffen ein Upgrade verpasst? Ja, die habe ich ein Upgrade verpasst. Kann man das wieder irgendwie anti-upgraden oder sowas? Nein, kann man nicht. Sehr, sehr schade, aber du bist nicht mehr gut genug, deswegen wirst du jetzt zu Universalgel verarbeitet. Dankeschön. Upgrades deinstalliert und dem regulären Inventar hinzugefügt. Ach, das ist ja ganz günstig. Man kann die Upgrades sozusagen wieder offenbar doch entfernen, wenn man die Waffe irgendwie eingelt. Das ist ganz cool. Und an sich ist das okay so von den Waffen her. Präzisionswaffe, die Avenger. Haben wir da irgendwelche Alternativen? Nein, haben wir nicht. Was ist das? Granaten, okay, da haben wir keine Alternativen. Universalwerkzeug, das ist halt Universalwerkzeug, kriegen wir vielleicht scheinbar noch neuere. Und eine schwere Panzerung Explorer 1, okay. Sehr, sehr gut. Achso, Sturmgewehr, was haben wir denn? Wir haben Lancer 1, 120 Schaden, 37,5 Schüsse bis zum Hitzelimit. Da ist deshalb tatsächlich etwas besser, die Banshee 1. Allerdings brauchen wir das nicht wirklich, deswegen würde ich es mal der Ashley Williams geben, die wahrscheinlich damit ein bisschen besser umzugehen weiß. Die kann das direkt mal haben. Die Avenger 1, das sah nämlich ganz gut aus. Und der Caden Tralala kriegt das auch mal, kriegt auch mal so eine Banshee. Ja, genau, Lancer hat er nämlich schon. Brauchst noch eine Schrotflinte, eine Hurricane, ist auch noch besser als das, was er hat. Okay, kannst du auch haben. Eine Pistole, da haben wir bestimmt auch Besseres für dich. Die Edge oder die Striker, du kriegst gleich die Edge. Und ein Scharfschützengewehr kriegst du nicht, also beziehungsweise keine weiteres. Du kriegst auch eine bessere Schrotflinte, und zwar diese hier. Und eine bessere Pistole bekommst du bestimmt auch. Diese hier, genau. Das sollte erstmal halbwegs reichen. War nicht nur irgendwas mit Upgrades. Lassen wir erstmal sein. Gehen wieder zurück, drücken jetzt F6, weil ich das Ganze nicht normal machen will, ehrlich gesagt. Nehmen Q weg. Und da ist irgendwas, was wir untersuchen können. Ach, der proteanische Sender, genau. Der ist so unscheinbar. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Was geht denn jetzt? Oi. Jetzt zieht sie zurück. Okay. Shepard! Nein! Was geht Fassen jetzt? Sie ihn nicht an! Es ist zu gefährlich! Okay. Wurde ich jetzt erleuchtet oder sowas? War es ja praktisch mein heiliges Erlebnis? Und er raucht von dann. Ich wette, das war gar kein Sender, sondern ein Wissensspeicher. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender.
Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Das fand er wohl nicht so gut. Erstaunlicherweise weiß ich gar nicht, was passiert ist, von daher weiß ich gar nicht, ob ich das gut finden soll. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ja, wie fühle ich mich? Mir geht's gut. Was ist passiert? Nicht so gut. Du siehst nicht gerade aus, als ob es dir gut gehen würde. Komm, jammer ein bisschen. Du bist immer ein Mann. Du kannst ruhig ein bisschen jammern. Wie von einem Panzer überrollt. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Unvorsichtig! Nicht Ihre Schuld. Was ist mit dem Sender? Nee, es ist nicht Ihre Schuld. Komm. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Warum? Der Sender ist explodiert. Das ist schlecht. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Okay, danke. Bin ich verletzt? Warum kein Krankenhaus? Ja, bin ich überhaupt verletzt? Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. In der Tat, ich habe geträumt. Kein Traum, eine Vision. Wie Albträume. Ja, besonders schön war es nicht. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod, Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Niles vielleicht? Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ja, mir geht's gut. Ich mache mir Vorwürfe wegen Jenkins. Was macht Williams hier? Diese Geht werden dafür büßen. Vorwürfe wegen Jenkins mache ich mir nicht. Jenkins war immer noch, glaube ich, noch der Soldat, der ganz am Anfang gestorben ist. Das passiert einfach mal. Da kann ich mir jetzt keine Vorwürfe machen als Commander. Geht's alles so nicht. Was macht Williams hier? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Ja klar, wir kennen sie immerhin schon seit 5 Minuten. Gute Idee, ein Fehler. Nee, komm, gute Idee, sie sieht ganz nett aus. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Okay. Ich mache mir Vorwürfe wegen Jenkins. Das stimmt nicht. Diese Geht werden dafür büßen. Ja, das werden sie tun. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geht sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Na gut. Okay, Sie wollen mich sprechen. Sie wollten mich unter 4 Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ja, das ist richtig. Es gibt nichts zu verbergen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Zur Hölle mit Ihnen. Komm. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Nett von dir. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter. Einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will.
Viele Außerirdische denken so, aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Ich bin mir nicht sicher. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Eine Art Warnung, Krieg, unser aller Tod. Das sind alles drei unheimlich aufmunternde aufmunternde Interpretationsansichten von einer Vision. Aber okay, eine Art Warnung ist wahrscheinlich das Netteste. Krieg. Ja, Krieg kann ich darunter nicht alleine sehen. Eine Art Warnung vielleicht, ja. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was werden wir sagen? Es gibt nichts zu berichten. Keine Chance. Ja, was werden wir denn sagen? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Sie haben recht. Ich werde ihn aufhalten. Nicht, solange ich am Leben bin. Komm. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Alles klar, Sir. Wir werden ihn entlarven. Sie werden uns nicht helfen. Komm, wir werden ihn entlarven. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Okay, das werde ich tun. Und zwar nach einem kleinen Schnitt. Bis gleich.